Na, Ha, ich bin's, Herr Tutorial. Ich bin total froh, dass ihr mich hier anklickt und anguckt, obwohl meine Videos total scheiße sind. Ha, ich bin Sam Dessu von Afghans Germany und meine Stimme ist total nervig. Trotzdem gucken mich 100.000 Leute an jeden Tag. Egal, drauf geschissen. Ja, steht heute auf dem Programm. Erster Vlog. Für alle, die es nicht wissen, Vlog heißt Video. Vlog. Vielleicht war das jetzt nicht spiegelverkehrt. Egal. Das bedeutet ganz einfach, praktisch ein Logbucheintrag. In Videoformat. Und ja, was braucht man für einen erfolgreichen Vlog? Keine Ahnung. Vielleicht ein super Gesicht und den erstbesten Akkord auf einer Gitarre, den ihr finden könnt. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie sowas geht. Deshalb fange ich jetzt einfach mal so an, über so ein paar Sachen zu quatschen. Zum Beispiel, Nalalala. Ich stehe auf diese ganzen Schimpfwörter und so. Ja, also ich sag den ganzen Tag lang Pisse und Kacke und ich schimpf den ganzen Tag nur rum. Und egal, das zu dem Thema. Also Kritik ist super, wenn sie ordentlich geäußert ist und nachvollziehbar ist und so weiter und so fort. Jo. Dann der nächste Punkt auf meiner wunderbaren Liste wäre, dass wir uns gedacht haben, also Alex und ich uns gedacht haben, dass der Nö-Log kein wirklich durchsetzungsfähiges Konzept ist, was so die Lustigkeit betrifft, haben wir uns gedacht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, und wir haben uns gedacht, dass wir den nach dem 5. oder so einfach mal beenden, Schluss, aus, Ende, weg, einfach Nö-Log, kurz dann, ist Ende. Es sei denn, ihr findet das so geil, dann machen wir das natürlich weiter. Aber im Moment sieht es eher so aus, dass wir den dann bald beenden werden, weil... So, dann zu den Nulllocks. Irgendwie, ich habe mir gedacht, der erste Nulllock war ja im Regen, der zweite mit der Banane und der dritte war mit der Pisse. Und das Lustige finde ich, dass das 200 Views bekommen hat, nur weil da Pisse dran steht. Ja, also, was geht bei euch? Das ist ein Video, Pisse, das guck ich mir an. Alter. Also jetzt nicht speziell euch, ne? Also, aber Leute suchen dann bei YouTube und finden dann Pisse und hey, das guck ich mir an und ja, finde ich seltsam. Deshalb wird jetzt jedes unserer Videos einfach nur noch mit Pisse und Kotze und Kacke zu tun haben. Und okay, dann zu der WM. Ja, ich bin überhaupt nicht im Fußballfieber, muss ich sagen. Ihr? Also, ich finde es jetzt nicht so... Ich gucke generell keinen Fußball, ich interessiere mich auch nicht dafür, aber bei der WM war das bis jetzt immer was anderes. Nur dieses Mal, ich habe bis jetzt noch kein einziges Spiel geguckt. Wenn es läuft, dann gucke ich mal rein, aber so, naja, ich finde, der Hype ist nicht gerechtfertigt. Es sind... 3000 Menschen, die den Ball hinterherlaufen und den treten wollen, der arme Ball. Und nochmal 1 Milliarde Menschen, die den ganzen Scheiß auch noch sehen wollen. Ja, finde ich, ist okay, aber für mich bin da jetzt nicht so aufgeregt. Ich werde jetzt beim ersten Vlog nicht so viel Material zeigen, so ihr müsst mich einfach angucken, so leid mir das auch tut. Aber eine Sache würde ich euch dennoch gerne zeigen. Dabei geht es nämlich um ein... Okay, es tut mir leid, weil es ist wirklich jetzt nicht so, dass ich den Jungen abziehen will, aber es geht um ein Video, wo ein... Also es ist ein relativ dicker Junge, der bei McDonald's rumsitzt mit irgendwelchen Leuten am Tisch. Und er hat leidet an einem unheimlichen Fall von Hasenfresse, um das mal so... Und die Haare sind auch ganz komisch. Egal, guckt es euch einfach mal an. Ich versuch's mal reinzuspielen. Ich habe bis jetzt schon so circa 50 Big Tasties insgesamt gegessen. Und immer waren sie warm und lecker. Und heute habe ich den ersten Big Tasty gehabt. Der Käse war schon außen an der Verpackung festgeschmolzen. Das heißt, das Teil liegt da hinten schon 20 Minuten. Und der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Bis auf das Aussehen. Aber ich habe keine Hater-Gedanken oder sowas. Oder Gedanken, die den Jungen jetzt abziehen. Ich finde es einfach nur mega lustig. Ja, scheiße.
Scheiße. Ich glaube, das war es jetzt mal so vom ersten Vlog. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck gewonnen, wie das weitergehen wird. Grüßt mir auch Mütter oder wen auch immer ihr grüßen möchtet. Und ja.